Servus Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Und zwar bin ich heute am Ochsenkopf, da Dennis kommt dann später nach ein bisschen zu filmen. Ich fahre jetzt gerade das erste Mal hoch und ist auf jeden Fall einiges los, was ich irgendwie nicht so erwartet habe. Na gut, Season Start, schon gesagt, Dennis kommt dann später zum Schluss hin noch und dann drehen wir auch noch die ein oder andere Szene, wo ich dann vorbeifahre und er hat dann die große Kamera dabei, also nicht nur die GoPro, und dann mal schauen, was der Tag heute so bringt. Jo Leute, also ich bin jetzt schon ein paar Mal runter und schon was anderes als Schöneck, also da rüttelt sich schon viel, viel mehr durch. Aber ich muss sagen, bisher so das Feedback auch bei der Strecke, muss ich echt sagen, mein neues Bike macht sich schon echt gut. Aber war ja auch eigentlich zu erwarten und ja, macht gut Laune. Ich hätte gerne mal meine Followcam gemacht, irgendwie hinterhergefahren einfach. Aber irgendwie auf der Strecke sind kaum Leute unterwegs, die fahren irgendwo anders immer lang. Also es fahren die ganze Zeit Leute mit dem Fahrrad hoch. Auf der Strecke ist gefühlt niemand. Also ich habe bisher zwei Leute getroffen und selbst unten am Parkplatz waren es mindestens schon 30, die ich gesehen habe, und viele auch mit dem Downhiller. Und bisher beim Lift hochfahren, jetzt bin ich das vierte Mal bin ich jetzt im Lift, und trotzdem habe ich bisher auch nur, ich glaube, vier oder fünf Leute, mehr waren es nicht, auf der Strecke gesehen. Richtig komische Situation irgendwie. Ich habe jetzt erwartet, dass da viel los ist, dass man auch ein paar Leute mal antrifft, aber irgendwie ist da ein bisschen was schief gelaufen. Jetzt kommt da einer. Boah, ich halte mal drauf, vielleicht sieht man irgendwas. Ah, schwierig. Wir müssen jetzt gleich irgendwo da hinten fahren. Ah, weiß nicht, ob man das sieht. Der ist schon weit weg. Wie ist da rum? Oh, da oben kommen noch welche. Was ist denn jetzt los? Ist ja richtig viel los mal. Warte, vielleicht. Ihr müsst jetzt gleich da innen vorbeikommen. Ihr müsst da echt direkt hinhauen. Nee. Die fahren hinten lang. Das war natürlich wieder klar. Hey, das sind die mit den Tues. Nach der Runde hole ich trotzdem mal meinen Brustgurt, weil langsam nervt mich die Kamera da oben trotzdem ein bisschen. Die GoPro, weil die schon irgendwie ein bisschen was von der Sicht wegnimmt und das nervt schon ein bisschen. Mal schauen, jetzt fahre ich auf jeden Fall dann wieder das Steinfeld durch. Mal gucken,
wenn ich mal oben ankomme, aber es ist trotzdem deutlich schneller als der in Schöneck. Der in Schöneck schläft ja wirklich fast ein. Ja.